So Leute, da sind wir beim nächsten Video und es ist eine Art von Vlog-Showcase. Es werden ein paar Videos dazu kommen. Ich begebe mich jetzt mit Domme auf dem Weg nach Herxheim zu Ultimate Guard. Und dann sind wir in Herxheim angekommen. Wir wurden richtig freundlich begrüßt vom lieben Dani und der lieben Hanna. Den Dani kennt ihr wahrscheinlich, hoffentlich, von Nackt und Rosa. Wenn nicht, geht mal rüber gucken. Das ist klasse Podcast. Videocast, Podcast. Großartig und arbeitet mittlerweile auch bei Heroes/Ultimate Guard. Hier sieht man schon ein paar Bilder. Wir sind wirklich durch die Lagerhallen durchgeführt worden. Wo was aufbewahrt wurde, hier auf so einem hohen Gabelstapler, das war richtig krass. Also auch so seitlich, so total die engen Gänge und das dann seitlich hat er das reingeschoben. Wir konnten dann hochfahren, runterfahren, das war richtig cool. Dann haben wir ganz viele Waren gesehen, also Produkte, die überall einsortiert wurden, die ankamen, die dann ins Lager geworfen werden mussten. Und ja, da haben wir uns auf jeden Fall sehr, sehr viel umgeschaut. Und vor allem, es war super interessant, weil überall waren Fließbänder. Ich habe mir so, okay, was ist denn hier los? Überall packen Leute was in Kisten, Fließbänder, irgendwas fließt irgendwo hin. Und dann habe ich diese Roboter oben drauf gesehen, auf dem Lager. Und das ist halt wirklich witzig, weil das ist halt sowas, wo halt wirklich das Lager automatisiert läuft. Jeder bekommt das, was er bestellt, über diese kleinen Roboter hier in diesen Kisten. Mega cool, mega witzig. Also habe ich auch Stunden, hätte ich da verbringen können, die nur zuzugucken. Das war super, super cool. Dann haben wir auf jeden Fall den Versand noch gesehen, wo halt Tausende und Hunderttausende Kisten standen. Auch unendlich krass, wie viele Kisten da rumstehen können. Und ja, also das ist so, dass wir waren Ausgang, nachdem alles reingekommen ist. Und dann sind wir weitergegangen. Denn wir haben noch was richtig Cooles uns angeschaut. Und zwar die Fertigung der Return to Earth Boulder. Die werden nämlich in Deutschland hergestellt. Made in Germany. Mega krass, habe ich so auf den Boxen noch nie gesehen. Ich habe nachgeguckt, es steht auf den Boxen drauf, aber es war mir gar nicht so bewusst. Und da konnten wir uns wirklich die komplette Produktion anschauen, über diese kleinen Kügelchen bis hin zu Granulat, was das Ding dann färbt, wo das Ganze dann spritzgegossen wird und wie das dann aus den Maschinen rauskommt. Es war richtig cool. Super interessant, auch mal die Leute dahinter kennenzulernen, weil, was ich nicht wusste, das wird alles, und zwar alle Return to Earth Boulder, mit so zwei Maschinen gemacht. Und das fand ich richtig, richtig krass, dass jeder Return to Earth Boulder, den ihr jemals in der Hand haben wird, in Deutschland gefertigt wird und jedes Mal noch jemand mit der Hand da dran geht und für euch euer Produkt dann nochmal schön macht, sauber macht, zusammensteckt und beiseite tut. Dann ist mir aufgefallen, die werden ja auch per Hand gepackt. Überlegt euch, jeder Boulder wird per Hand gepackt, jeder Return to Earth Boulder, das ist so krass. Und das lässt mich dieses Produkt nochmal so viel mehr wertschätzen. Das ist ja so eins meiner Lieblingsprodukte von Ultimate Guard. Und als ich die Produktion jetzt gesehen habe, als wir da reingucken konnten, da muss ich sagen, das war noch was richtig Cooles. Wirklich, wirklich cool und sehr sympathisch. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Magic gespielt. Und zwar Commander. Ja, ich habe Commander gespielt. Ich habe wirklich Commander gespielt. Und es hat mega Spaß gemacht. Wir waren in den Büroräumen. Die Büroräume auch so krass, so offen, so schön. Wir machen nachher noch ein Wrap-up drüber, was wir alles cool fanden, was wir genau gesehen haben. Da werdet ihr nochmal alles hören. Und ja, hier haben wir ein bisschen Commander gespielt zu viert. Das war super interessant, super schön. Ich habe auch selber Shots gemacht. Leider waren meine Shots nicht annähernd so gut wie das, was ich an Material für Ultimate Guard bekommen habe, weil ich doch neben Spielen kurz aufklappen, einen Shot machen, wieder zumachen, irgendwie hart gezittert habe und einfach nur hier entspannt spielen konnte. Und die Aufnahmen hier einfach cooler aussehen. Außerdem ist es halt so, man sieht auch viel mehr vom Spiel und nicht nur die anderen drei, sondern halt auch alle vier Spieler. Und ja, das war schon sehr, sehr cool. Und da hat Commander auch nochmal richtig Spaß gemacht. Er ist schon so korrekt, ja, weil er... Okay, da steckt der Judge.
was, um. Also irgendwas, kannst du das nicht überhaupt? Guter Counter. Ziel. Das ist noch viel, viel mieser. Und jetzt kann ich nämlich extra mit All of Failure Question machen. Du kriegst ja jedes Mal ein Leben auch noch dafür, ne? Wie heißt das noch auf Deutsch? Ich fertig. Bro? Ah ja, stimmt, ja. Das will ich so. Ach so, unser. Okay. Ah. Die Haus gegen Cheese. Okay. Ich halt auf den guten Dude. Oh, aber das macht halt wirklich problematisch. Und ja, aber kannst du das nicht verhindern? Und es war tatsächlich coole. Und ich, daher wusste ich tatsächlich, dass es Roadrunner gab. Ja, geil. Aber ich durfte durch das NDA ja nichts sagen. Ja. Und er saß neben mir auf der Couch. Ja, und dann kam diese ganze Roadrunner, wo wir finden, den Modern Race. Hast du die denn geholt? Nein. Ja, dann spiele ich Weaver of Harmony Trigger. Eine Karte durch ein Leben, Trigger, eine Karte. 2, 4, 6, 8. Jetzt ist es nämlich okay, jetzt ist es okay. Ja, dann ist es okay. Dann wird es sicher gehen. Drei Stück. Richtig zu spielen. Das ist so strange. Das macht das mit Pause. Ja. Das ist das erste Mal, seit ich bereits mit Garten, dass ich hier Magic spiele, abgesehen von Pre-Release. Ja, ihr habt jetzt noch ein paar O-Töne gehört, so was so original so gesprochen wurde, wie viel Spaß wir hatten. Es war einfach großartig. Es war einfach ein genialer Tag. Wir reden gleich nochmal drüber, aber wirklich so eine sympathische Firma, so sympathische Menschen, die da arbeiten, so eine sympathische Philosophie. Wir haben so viel krassen Stuff gesehen, auch Sachen, über das ich nicht reden darf. Und wirklich, wirklich cool. Es war so, so cool. Und ja, dementsprechend beenden wir jetzt hier das Commander-Gameplay und gucken mal in den Wrap-Up. Ich bin nur mit 4, 5, 6. Okay. So Leute, wir sind jetzt im Auto auf dem Rückweg nach Hause und irgendwo in der Pampa. Irgendwo in der Pampa, echt platt. Aber es war super, super cool, mega. Was hat dir am meisten gefallen? Die Fertigung von den Return to Earth Boulder. Da habe ich mir schon gedacht. Ich bin eh ein Technik-Freak, von daher, das war genau mein Mojo. Ja, die konnten mir auch genau die Hälfte meiner Fragen beantworten. Immerhin. Ich fand's wirklich cool, auch mit der Umgang mit uns. War super, super freundlich, ja. Super nett. Super cool Leute. Ich meine, viel davon kann ich schon. Kenne ich schon. Aber an für sich, super, super coole Leute. Sehr, sehr sauber. Es war wirklich sauber. Und sehr offen. Also es hat mich sehr erstaunt, wie viele Fenster und auch oh, krass. Okay, es muss man sagen, es ist ein Neubau, aber sehr modern gehalten, sehr offene Büros, sehr nachhaltig gedacht, auch was den Bau angeht. Hm. Jede Abteilung hat eine richtig geile Küche. Es gibt Essen vom Bauern von nebenan, es gibt Salat vom Bauern von nebenan, du kriegst hergehandelt, also ja, fair gehandelte Limo und so weiter war das ja. Apfelsaft. Apfelsaft, Wasser. Also sehr nachhaltiger Gedanke. Solar auf dem Dach. Ja, stimmt. Solar auf dem Dach war cool. Plus halt noch Pflasterung. Ja, also dass Wasser ablaufen kann und so weiter, ist schon nicht mehr. Ist noch nicht so, selbst bei Neubauten ja nicht allgegenwärtig. Nee, also wirklich sehr futuristisch gedacht. Sehr modern. Ich fand auch sehr cool diese Rooms, wo wir dann auch nachher Commander drin gespielt haben, wo ich ja noch ein paar Shots euch gezeigt hatte und ein paar Bilder gemacht habe. Super, super cool. Auch in der Mitte so ein Thinking Room sozusagen und dann außen diese freie Platzwahl, wo man arbeiten kann. Höhenverstellbare Tische überall. Überall. Sogar da krass. Drin. Plus halt die Location selber. Also gerade dass Produkte kommen an, Produkte werden sortiert, Produkte werden gelagert, Produkte werden rausgeschickt. Das war mehr krass die Fertigung. Was wir leider nicht gesehen haben, ist das Studio. Da komme ich nochmal und gucke mir das da mal an. Und ja, das ist eine Drohung und kein Versprechen. Ja, wahrscheinlich. Nee, ansonsten, ich fand es sehr, sehr cool. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Ultimate Guard, dass ich da sein durfte. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.